Hi Leute, ich werde euch heute meine Nagelpflegeroutine zeigen. Modellagen habe ich in letzter Zeit ohnehin sehr selten getragen, wenn dann nur Gellack, aber im Moment mag ich es gerne auch, wenn nichts oben ist. Naturnägel finde ich halt nur schön, wenn sie gepflegt sind, sprich gleichmäßige Länge, keine Nagelhaut und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch heute. Um meine Nagelhaut aufzuweichen und das Entfernen zu erleichtern, verwende ich das SC Cuticle Peel. Das ist ein Nagelhautentferner, der relativ schnell das tut, was er soll. Bei normaler Nagelhaut reicht es oft schon, wenn man ihn 15 Sekunden einwirken lässt. Bei trockener Nagelhaut lasse ich ihn etwas länger einwirken. Ich löse mit einem Pro-Pusher meine Nagelhaut erstmal vorsichtig an und dann trage ich den Nagelhautentferner auf. Kann man natürlich auch ohne machen, ist kein Muss. Wenn die Nagelhaut dann aufgeweicht ist, wische ich den Überschuss mit einer Zellette runter und dann beginne ich meine Maniküre. Also mit dem Pro-Pusher Nagelhaut zurückschieben und gegebenenfalls von der Nagelplatte etwas runterkratzen. Mit einem feinen Nagelhautbit entferne ich dann noch die Nagelhautreste. Wer kein Fräser hat, kratzt die Nagelhaut einfach ganz sauber und ganz vorsichtig mit der Rückseite des Pro-Pushers ab. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Den Staub sauber abbürsten, alternativ oder zusätzlich gerne auch cleanern und dann zwicke ich mit einer scharfen Nagelhautzange die tote, abstehende, unschöne Nagelhaut weg. Das kann man alternativ auch mit einer Schere machen, ich zwicke es persönlich lieber. Wenn ich das dann habe, entstaube ich wieder und schiebe die Nagelhaut nochmal sauber mit dem Pro-Pusher zurück. So sieht hinterher alles noch etwas sauberer aus und ich sehe besser, ob ich irgendwo Nagelhaut vergessen habe. Mit einem feinen Buffer glätte ich noch etwas die Oberfläche bzw. ich mattiere ganz, ganz leicht die Oberfläche und mit einer feinen File korrigiere ich noch schnell den freien Nagelrand, falls der etwas scharf ist oder absteht. Natürlich kann und sollte man die Nägel jetzt, wenn sie zu lang sind, auch kürzen. In meinem Fall ist das jetzt nicht notwendig.
So sehen die Nägel fertig aus. Man könnte sie noch aufpolieren oder einen transparenten Lack auftragen oder Nagelhärte oder Calciumlack oder Gellack oder Gel oder Acryl oder was auch immer. Ich lasse das jetzt so, geht ja um die Nagelpflegeroutine und ich trage einfach ein hochwertiges Nagelöl auf, das ich dann etwas einmassiere. So sehen die Nägel jetzt fertig manikürt und gepflegt aus, wenn das Öl gut eingezogen ist. Im Vergleich einmal meine rechte Hand, so wie es vorher aussah. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer auf Feedback. Ansonsten findet ihr links zwei weitere Videos. Rechts könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Ciao!